Willkommen, meine teuren Zuschauer, zu einer weiteren unheimlichen Erzählung aus den finstersten Ecken unserer Welt. Stellt euch vor, ihr seid auf einer wohlverdienten Urlaubsreise, bereit, die Sorgen des Alltags hinter euch zu lassen. Doch stattdessen findet ihr euch in einem Albtraum wieder, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Ein harmloser Aufenthalt in einem Hotel wird zur Jagd um euer Leben, denn in dieser Geschichte wird ein Paar aus seinem Zimmer entführt, um als Nahrung zu dienen. Seid gewarnt, dies ist nichts für schwache Nerven. Auf in den Wahnsinn. Anfang August des vergangenen Jahres fuhren mein Mann Quarren und ich in den Urlaub. Wir wollten in einer der größeren Städte des Südens etwas für Touristen tun, aber unsere Reise begann nicht gut. Wir steckten 2 Stunden lang in der Gepäckabfertigung fest. Die Selbstabfertigungsautomaten konnten unsere Pässe nicht lesen. Als wir endlich durchkamen, blieben wir in der Sicherheitskontrolle stecken und mussten unser gesamtes Gepäck durchgehen. Aus diesem Grund verpassten wir unseren Flug und damit auch unseren Anschlussflug und einen Hoteltransfer. Wir waren nicht erfreut. Nach der Umbuchung hatten wir insgesamt 7 Stunden Verspätung, bis wir gegen 11 Uhr abends im Hotel ankamen. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass wir doppelt gebucht worden waren. Sie waren voll. Ich war kurz davor zu explodieren, und Quarren sah aus, als würde er im Boden versinken. Zum Glück hatte das Hotel einen 2. Standort in der Innenstadt. Es war moderner, ein bisschen teurer und insgesamt schöner. Als Entschädigung für ihren Fehler bekamen wir eine Ersatzsuite, ein Upgrade. Endlich mal Glück gehabt, oder? Wir sind mit einem Uber dorthin gefahren. Der Ort war praktisch brandneu. Sie hatten ein elektronisches System, bei dem man keinen Schlüssel bekam, sondern einen personalisierten Code, der an jeder Tür funktionierte. Quarren kümmerte sich um die Codes, während ich uns eintrug. Es gab eine Bodega mit Bio-Snacks, Wein und Getränken, die rund um die Uhr geöffnet war, direkt in der Lobby. Ein Sushi-Restaurant, das um 11 Uhr schloss. Eine Sauna, einen Fitnessraum, einen Innenpool und eine ganze Reihe von Zusatzleistungen. Ein paar kostenlose Bademäntel zum Mitnehmen und eine Flasche Weißwein mit einer kleinen Notiz für ihre Unannehmlichkeiten. Während Quarren duschte, bestellte ich uns etwas zu essen und packte aus. Wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen und alle Restaurants in der Nähe waren geschlossen. Wie angewiesen gab ich den Code für die Außentüren an, damit sie die Tasche vor unserer Tür abstellen konnten. Wir bekamen unser spätes Abendessen, als ich schon halb unter der Dusche stand. Quarren erzählte freudig, wie er sich an unserer Bestellung zu schaffen machte. Anscheinend war es so gut und kaum noch etwas übrig. Mistkerl. Als kleinen Leckerbissen hatten sie uns 2 zusätzliche Tiramisu-Bestellungen mitgegeben, aber ich konnte es nicht essen. Es war Kokosnuss drin. Meine einzige Allergie. Alles in allem verlief der Abend ziemlich gut. Wir teilten uns ein lauwarmes Essen, schauten The Office und gingen dann ins Bett. Wir sprachen ein bisschen über unsere Pläne für den nächsten Tag und suchten uns jeder eine Sache von unserer Vorbereitungsliste aus. Eine Besichtigung der örtlichen Destillerie, ein Museumsbesuch, Abendessen in einem Steakhouse. Die guten Sachen. Nach einem langen Tag machten wir Schluss für heute. Aber da beginnt die Geschichte, um 3 Uhr morgens in derselben Nacht, als jemand unsere Tür öffnete. Ich hatte nämlich nicht bemerkt, dass der Code für die Außentür derselbe war wie der für unser Zimmer. Es war ein einziges persönliches Codesystem. Quarren war derjenige, der sich darum kümmerte, und ich hatte nicht allzu viel darüber nachgedacht. Aber was ich bei der Essensbestellung versehentlich getan hatte, war, dass ich im Grunde einem Fremden einen Schlüssel zu unserem Zimmer gegeben hatte. Und dieser Fremde kam gerade durch die Tür. Ich versuchte, Quarren wachzurütteln. Aber er reagierte nicht. Er war völlig weggetreten und zwar so sehr, dass es mich beunruhigte. Ich konnte etwas Saures in seinem Atem riechen. Ich dachte an die Bestellung, die wir bekommen hatten, und an die Extraportion Tiramisu. Ich hatte keins gegessen, also hatte er sich an beidem verschluckt. Was, wenn es mit irgendetwas gestreckt worden war? Die Türscharniere knarrten und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin 1,70 Meter groß. Unbewaffnet und trage nur Unterwäsche. Aus einer Laune heraus beschloss ich, so zu tun, als würde ich schlafen. Wenn sie nur zum Stehlen da waren, würde ich wenigstens unverletzt bleiben.
Sie rechneten damit, dass wir schliefen, und solange ich mitspielte, sollte mir nichts passieren. Ich hielt Quarren fest, schloss meine Augen und wartete. Vorsichtige Schritte bahnten sich ihren Weg über den Hotelteppich. Die Tür wurde geschlossen. Ein langsames Hin- und Hergehen neben unserem Bett. Ich zählte mindestens 2 Personen, vielleicht 3. Jemand könnte an der Tür geblieben sein. Nur der Typ, flüsterte ein Mann. Packt ihn ein. Sie wickelten Plastik aus. Sie hatten es nicht eilig. Ich konnte sehen, dass sie es schon mal gemacht hatten, sie waren schnell. Ich hielt mich an Quarren fest und überlegte im Hinterkopf, was zum Teufel ich tun sollte. Ich tendierte dazu zu warten, bis sie den Raum verlassen hatten und dann sofort nach draußen zu rennen und Hilfe zu holen. Doch dann veränderte sich etwas. Einer der Eindringlinge machte ein leises Geräusch und winkte den anderen heran. Was? Flüsterte einer von ihnen. Dort, antwortete ein anderer. Der Löffel. Da Quarren der Einzige war, der das Tiramisu gegessen hatte, blieb einer der Löffel unbenutzt. Nur einer von uns hatte den Köder geschluckt. Sie wussten, dass einer von uns wach war. Im nächsten Atemzug wurde ich gepackt. Eine Hand bedeckte meinen Mund und eine andere meine Kehle. Ich wurde aus dem Bett gezerrt, bevor ich überhaupt merkte, dass ich mich wehrte. Ich öffnete meine Augen und sah 3 dunkle Gestalten. Sie sprachen in einem Moment der Panik miteinander. Einer von ihnen sagte, sie seien am Ende. Eine andere sagte, sie sollten einfach gehen. Und ein dritter erinnerte sie daran, dass sie keine andere Wahl hatten, als mich mitzunehmen. Ich bekam eine Pistole in den Nacken gedrückt. Ein Wort und du bist erledigt. Ich blieb still. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Quarren ohne mich aufwachen würde. Aber welche Wahl hatte ich schon? Zieh dich an, verlangten sie. Jetzt. Sie brachten mich durch den Personalbereich, vorbei am Waschraum. Nachts war nur eine Notbesatzung im Hotel tätig und die meisten von ihnen waren im Empfangsbereich. Diese 3 konnten mich hinten rausbringen, als ob es nichts wäre. Draußen stand eine unauffällige Limousine mit dem Logo eines Fastfood-Lieferservices. Sie mussten ein wenig improvisieren. Sie sollten Quarren mitnehmen und der sollte eigentlich bewusstlos sein. Ich war hellwach und versuchte mir Einzelheiten über die Eindringlinge und ihr Fahrzeug einzuprägen. Einer von ihnen nahm seinen Gürtel ab und band ihn mir notdürftig als Augenbinde um den Kopf. Sie konnten nicht mit Masken herumfahren, sonst wären sie aufgehalten worden. Sie versuchten, meine Augenbinde mit einem Truckerhut ein wenig zu tarnen und auf den ersten Blick könnte man meinen, es handele sich um eine Entführung. »Warum wolltest du den Kerl mitnehmen?«, fragte einer von ihnen. »Damit weniger Haare im Abfluss stecken bleiben«, murmelte der andere. »Mehr Fleisch.« Auf dem Rücksitz des Wagens zu sitzen war surreal. All die vertrauten Geräusche einer ruhigen Fahrt. Bremsen, Beschleunigen, das Klicken der Blinker. Aber die ganze Zeit über spürte ich, wie der Lauf einer Waffe in meine Seite stach, direkt neben mein Herz. Wir fuhren ziemlich weit raus. Die Fahrt dauerte mindestens 40 Minuten und wir fuhren irgendwann durch einen Tunnel. Dann sind wir von der Straße abgekommen. Die Straße wurde unebener und die Geräusche der anderen Autos wurden leiser. Als wir zum Stehen kamen, stießen sie alle einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus. Raus. Jetzt. Sie setzten ihre Masken wieder auf und nahmen mir die Gürtelaugenbinde ab. Ich konnte nur einen kurzen Blick auf den Außenbereich werfen, bevor sie mich durch die Tür schoben. Es war ein großes, altes Industriegelände. Wahrscheinlich verlassen. Ein Maschendrahtzaun umgab das Gelände. Von außen gab es keine Lichter, aber der Ort hatte Strom. Als ich hineinging, sank die Temperatur. Irgendwo in der Nähe standen diese großen Ventilatoren, die einen kräftigen Luftzug erzeugten, der durch das Gebäude strömte. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich konnte sie sogar vom Flur aus hören. Es war fast eiskalt hier. Ich hatte mir gerade eine Hose, ein Hemd und Schuhe übergeworfen. Ich hatte nicht einmal Socken an. Einer der Angreifer ging voraus, während die beiden anderen zurückblieben. Wir befanden uns in einem langen Korridor mit je einer Tür an beiden Enden. Eine führte nach draußen und eine weiter hinein. Wir standen dort ein paar Minuten lang, während ich in dem Raum vor uns laute Stimmen hörte. Diejenigen, die bei mir blieben, sagten kein Wort. Sie schauten nur geradeaus und hielten eine Waffe auf mich gerichtet. Kein einziges Wort. Die Tür am anderen Ende öffnete sich. Der dritte Angreifer kehrte zurück,
jetzt in Begleitung einer Frau. Sie trug eine Sonnenbrille und eine weiße Gesichtsmaske und war in etwas gekleidet, das man am besten als Arztkittel aus dem Supermarkt beschreiben kann. Sie schien aufgebracht zu sein und schimpfte den Mann in einer fremden Sprache aus. Ich bin mir über die Herkunft nicht sicher, möglicherweise Südostasien. Einer der beiden Männer, die mich festhielten, schien frustriert zu sein. »Hey«, sagte er, »wie sieht's aus?« »Ich weiß es nicht«, stöhnte die Ärztin. »Wir wählen immer den Mann.« »Na und?«, spottete sie. »Könnte die Ernte beeinflussen.« Sie drückte dem Mann neben ihr etwas in die Hand und wandte sich zum Gehen. »Bereitet sie vor«, rief sie, als sie durch die Türen eilte. »Wir versuchen es.« Ich wurde in einen großen, offenen Raum gezerrt. Es sah aus wie ein altes Lagerhaus. Die Ärztin war nirgends zu sehen. Sie muss vorausgegangen sein. Überall waren Türen, und ich wurde in etwas gebracht, das wie ein Duschraum aussah. Sie hielten mich fest und rasierten mir den Kopf. Diese langen, braunen Haarbüschel fielen in den Abfluss. Ich hatte seit meiner Kindheit keine kurzen Haare mehr gehabt. Ich fühlte mich nackt. Sie brauchten nur ein paar Sekunden. Sie waren schnell, geübt. Sie führten mich zu einem paar Doppeltüren. Einer von ihnen überprüfte eine Digitaluhr. Ein anderer öffnete und prüfte ein Vorhängeschloss. Neben der Tür befand sich eine Sammlung von Eimern, die mit etwas Dickem und Blauem verschmutzt waren. Zeit? 4:10 Uhr. Sie machten eine Notiz auf einem Zettel, der an der Wand befestigt war. Sollen wir sie aufnehmen? Das ist egal, sagte der mit dem Vorhängeschloss sachlich. Ist schon Wochen her. Er ist hungrig. Und das war's. Die Türen schwangen auf und ich wurde hineingestoßen. Die Türen knallten hinter mir zu und ich war auf mich allein gestellt. Das Vorhängeschloss klickte und die Ketten zogen sich zusammen. Einen Moment lang stand ich einfach nur da und verstand nicht einmal ansatzweise, was da vor sich ging. Nach ein paar Minuten riss ich mich los, sodass ich Zeit hatte, den Raum, in den ich geworfen worden war, zu erfassen. Ich befand mich in einem Korridor, der in drei verschiedene Richtungen abzweigte. Ich hatte den Eindruck, dass er erst kürzlich gebaut worden war. Der Korridor war nicht breiter als 3 Meter und war tapeziert worden. Sogar die Decke. Sie hatte ein unangenehmes, wirbelndes Muster. Eine Kombination aus Weiß, Braun und Lila. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Der Boden war mit einem dicken grauen Teppich bedeckt. Darüber befanden sich kleine Leuchtstoffröhren, die die unheimliche Illusion vermittelten, dass das Muster an den Wänden hervortreten würde. Irgendwo in der Ferne war ein rhythmisches Pochen zu hören. Es kam näher. Schwere Schritte näherten sich. Ich wählte eine Richtung und rannte los. Wenn Sie noch nie von einem Raubtier gejagt wurden, ist es unmöglich zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Man fühlt sich weniger wie ein Mensch. Man wird zu einem Tier, zu einem Ding. Beute. Man muss sich selbst und das, was man ist und was man tun kann, in einem völlig neuen Licht sehen. Man ist gezwungen, sich mit der ehrlichsten, ursprünglichsten Version seiner selbst auseinanderzusetzen. Es ist entsetzlich. Dabei wurde mir bewusst, wie lange ich nicht mehr gelaufen war und wie unpraktisch meine Schuhe waren. Am Ende habe ich sie ausgezogen und bin kaum noch stehen geblieben. Ich ging einen Korridor entlang, dann einen anderen, dann noch einen. Es gab Blätter. Ich eilte an einem kleinen Raum vorbei, in dessen Mitte sich ein Haufen Kissen befand. Es stank nach Ammoniak, also beschloss ich, einen anderen Weg zu nehmen. Es wurde immer schwieriger zu erkennen, woher das rhythmische Pochen kam, und es fühlte sich an, als würde ich an jeder Ecke in etwas hineinlaufen. Dann bog ich um eine Ecke und sah jemanden. 2 Personen, ein Mann und eine Frau. Beide trugen hellblaue, wollähnliche Rollkragenpullover. Sie hatten ihre Arme fest an den Seiten und standen Schulter an Schulter in einer sehr unnatürlichen und starren Weise. Wie 2 Kinder, die versuchen, etwas hinter ihrem Rücken zu verstecken. Ich blieb stehen. Einen Moment lang dachte ich, ich sei nicht der Einzige, der dort eingesperrt war. Dass es vielleicht nur vielleicht noch andere gab. Vielleicht könnten wir zusammenarbeiten. Dann merkte ich, dass das Klopfen aufgehört hatte. In dem Moment, als ich die beiden sah, war es, als hätte das, was mich verfolgte, aufgehört. Die beiden taumelten vorwärts. Es war kein Schritt. Es war, als ob 2 Schaufensterpuppen geschoben würden. Ich drehte mich um und wollte weglaufen, als das Klopfen wieder einsetzte. Diesmal direkt hinter mir. Ich rannte und schrie.
Jedes noch so winzige Detail, an dem dein Auge zufällig hängen bleibt, brennt sich in dein Gedächtnis ein. Bis zum heutigen Tag kann ich mich an die kleinen Dinge erinnern, die mir auffielen, als ich den Flur hinunterrannte. Kratzspuren, die das Muster auf der Tapete durchbrechen. Flecken auf dem Teppich. Dunkle Spritzer an der Decke. Ich landete wieder in dem Zimmer mit den Kissen. Ich beschloss, mich zu verstecken. Als ich hineinging, merkte ich, dass es nicht nur ein Zimmer mit Kissen war, sondern eine Art Versteck. Blumen, Dreck. Ich tauchte sofort hinein und bedeckte mich mit so viel wie möglich, wobei ich den Geruch ignorierte. Ich hatte nur ein paar Sekunden Zeit. Ich war so in Panik, dass ich fast ein Blütenblatt verschluckt hätte. Eine Art trockene blaue Sonnenblume. Ich hielt meinen Atem an und hoffte. Das Klopfen kam immer näher. Dann verlangsamte es sich zu einem Tippen. Ein Klicken. Von meinem Versteck aus konnte ich kaum etwas sehen. Ich konnte irgendwie den Rand eines Rollkragenpullovers sehen. Dann bewegte sich etwas. Jetzt sah ich nur noch die Silhouette. Aber was ich sah, ergab einfach keinen Sinn. Es waren die beiden Leute, die ich gesehen hatte, aber sie bewegten sich irgendwie. Ihre Arme waren in einem unnatürlichen Winkel verdreht und sahen eher aus wie die Kiefer eines Insekts. Ihre Köpfe wippten hin und her wie eine Art Wuchs oder Schwanz. Ihre Brüste vibrierten und dehnten sich, als sie sich langsam lösten. Sie waren nicht zwei Menschen. Sie waren ein einziges Ding. Sie taten nur so. Sekunden später griff etwas nach meinem Bein. Ich wurde aus dem Nest gezogen und mit rasender Geschwindigkeit weggeschleift. Ich taumelte hin und her und prallte bei jeder scharfen Kurve gegen die Wände. Bei der zweiten Kurve brach ich mir zwei Finger. Ich konnte mich nicht umdrehen, um zu sehen, was mich gepackt hatte. Also versuchte ich einfach, mich an etwas festzuhalten. An irgendetwas. Den Teppich, die Tapete, die Wände, was auch immer. Aber die Kraft war einfach zu stark. Es gab keinen Ausweg. Dann hörte es auf. Ich rollte mich auf den Rücken und sah meinem Angreifer ins Gesicht. Ich verstand es einfach nicht. Bis heute fällt es mir schwer, es zu beschreiben. Es gab so viele bewegliche Teile. Segmentierte Muskeln, wie lebende Stahldrähte. Unterkiefer und ein schnabelartiger Mund. Flecken aus hellblauem Haar, die vier Gliedmaßen und einen Teil des Brustkorbs bedeckten. Ein pulsierender Unterleib. Etwas Warmes tropfte auf mein Bein. Saba vielleicht. Oder eine milde Säure. Es hatte die gleiche Farbe wie die Flecken in den Eimern, die ich an der Tür gesehen hatte, die in diesen Ort führte. Es war ein seltsames Blau. Und aus irgendeinem Grund blieb dieses Detail irgendwie hängen. Es gab so viele kleine Bewegungen auf einmal und ich konnte nicht einmal ermessen, wie groß es wirklich war. Es schien größer zu sein als ich, aber es könnte auch nur lange Gliedmaßen haben. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Dann der Schmerz. Ein heller, brennender Schmerz. Ich wurde geistig ohnmächtig. Ich strampelte, krampfte und trat. Es hatte mich am Bein gepackt und etwas Scharfes hatte sich in meinen Oberschenkel gebohrt und zerrte an meinem Fleisch. Ich spürte, wie sich mein Muskel von mir wegzog. Er war kurz davor zu reißen. Ich habe mich noch nie so verletzlich und ausgeliefert gefühlt. Sich so sterblich zu fühlen. Das hinterlässt Narben, die man nicht versteht, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Dann zog es sich zurück und ließ mich gehen. Die Unterkiefer bewegen sich. Ein Klicken. Zischend. Ich hatte so etwas noch nie gesehen, aber ich verstand es einfach. Es war so eine menschliche Bewegung irgendwie. Es mochte mich nicht. Und das machte es wütend. Es verschwand im Korridor. Ich lag einfach da und keuchte. Ich habe nicht einmal versucht, mich zu bewegen. Ich wusste, dass es so wehtun würde wie nichts anderes zuvor. Es vergingen ein paar Minuten, glaube ich. Vielleicht auch eine Stunde. Es war unmöglich zu sagen. In der Ferne konnte ich das Klappern des Vorhängeschlosses hören. Vielleicht hatten meine Entführer meine Schreie gehört und dachten, das Ding sei mit mir fertig. Wie auch immer, sie kamen herein. Aber in dem Moment, als ich hörte, wie die Tür geöffnet wurde, nahmen die Dinge eine plötzliche Wendung. Schreie und Gekreische. Schüsse. Hämmern, Knallen, Klicken, Kreischen. Da war dieses eine Geräusch, als würde ein großes Gummiband entzwei reißen, als ein Schrei plötzlich verstummte. Panische Stimmen, die sich immer weiter entfernten. Ich setzte mich auf und benutzte meine Arme und ein gutes Bein, um wegzuhuschen. Es dauerte sehr lange,
aber es war die einzige Möglichkeit, mich zu bewegen. Ich traute mich nicht, meinen Oberschenkel anzuschauen, aber ich konnte sehen, dass es schlimm war. Mindestens eine 5 cm lange Wunde. Ich nahm an, dass es zumindest keine Arterie getroffen hatte, sonst wäre ich schon tot. In dem Moment, in dem ich die Doppeltür sehen konnte, wurde mir klar, dass etwas sehr schief gelaufen war. Die Tür war mit einem riesigen Blutfleck bedeckt, der immer noch tropfte. Der Boden war mit Blut und Eingeweiden bedeckt, von denen sich einige noch bewegten. Ich konnte nicht sagen, wo die eine Person begann und die andere endete. Meine Hände wurden glitschig, als ich Zentimeter für Zentimeter den Flur hinunterkroch. Ab und zu hörte ich noch Schreie. Jemand wurde gejagt. Mein Weg durch den Raum war ein lebender Albtraum. Ab und zu erkannte ich etwas Menschliches, wie eine Hand oder ein Stück Bein. Ich drängte mich einfach durch. Zu diesem Zeitpunkt machte ich die Bewegung aus Gewohnheit. Ich hätte nicht aufhören können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ein letzter Schrei kam zum Stillstand. Alles, was noch übrig war, war das Geräusch des Tropfens, und ich schleifte mein verwundetes Bein über den Boden. In dem langen Korridor, der nach draußen führte, fand ich einen Haufen zerrissenen Stoffs. Ich wollte ihn mir nicht ansehen, aber ich konnte darin ein Stück Jeansstoff erkennen. Ich musste mich durch etwas durchtasten, das ich nicht einmal versuchen werde zu beschreiben, aber ich fand Autoschlüssel. Auf dem Weg nach draußen schaffte ich es, mich an der Tür abzustützen und zu erschlaffen. Irgendetwas muss einen Nerv getroffen haben, denn ich hatte Schwierigkeiten, meinen Fuß zu bewegen. Es tat nicht einmal weh, er funktionierte nur nicht richtig. Meine Hände waren blass vom Blutverlust und ich konnte nicht aufhören zu zittern. Als ich zurückblickte, war von dem Ding, das sie da drin aufbewahrt hatten, keine Spur mehr zu sehen. Ich stieg ein, schloss die Türen und atmete tief durch. Als ich zurückblickte, bemerkte ich etwas neben dem Eingang. Der Arzt. Sie kam aus dem Gebäude, triefend vor Unaussprechlichem. Sie schien unverletzt zu sein, aber sie muss mittendrin gewesen sein. Sie konnte kaum noch stehen und wirkte einfach nur gequält. Eine leere Pistole fiel ihr aus der Hand. Sie schaute kurz in meine Richtung und ging dann einfach davon. Das Wort, das mir in den Sinn kam, war besiegt. Leer. Ich schaute kurz nach unten, als ich den Rückwärtsgang einlegte. Als ich wieder aufblickte, sah ich dieses Ding. Es stand am Eingang und sah wieder aus wie zwei Menschen in blauen Rollkragenpullovern, mit roten Flecken. Es schaute in meine Richtung, als würde es überlegen, ob es mich gehen lassen sollte oder nicht. Einen kurzen Moment lang war es still. Wir sahen uns nur an. Dann schloss es einfach die Türen und zog sich wieder zurück. Ich schaffte es bis zu einer Tankstelle. Der Besitzer rief die Polizei und der Rest ist Geschichte. Ich glaube nicht, dass viele Leute die Artikel darüber gelesen haben. Man ging davon aus, dass es sich um eine Drogenbandensache handelte, da die Beteiligten illegale Substanzen herstellten. Ich stimme dieser Beschreibung zwar bis zu einem gewissen Punkt zu, aber ich finde sie äußerst irreführend. Ja, diese Sache produzierte etwas. Es ist unmöglich, anderen zu vermitteln, was in jener Nacht geschah. Es waren nur ein paar Stunden, alles in allem, aber sie haben mein Leben komplett umgekrempelt, zum Schlechten. Bis heute ist mein einer Fuß viel stumpfer als der andere und ich kontrolliere meine Schlösser immer doppelt und dreifach. Ich habe in dieser Nacht eine Menge Fehler gemacht. Ich wusste nicht, wie die Hotelcodes funktionieren. Vielleicht habe ich mich nicht genug gewehrt, als sie mich nach draußen brachten. Vielleicht war es dumm, mich verstecken zu wollen. Vielleicht läuft die ganze Sache darauf hinaus, dass ich das größte Glück der Welt hatte, in diese Situation zu geraten, und das größte Glück der Welt, sie zu überleben. Quarren behauptet, ich hätte eine Art posttraumatisches Belastungssyndrom. Er hat recht, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie lauern in den Schatten, diese Gestalten mit verzerrten Gliedern und unmenschlichen Bewegungen. Zwei Figuren erstarrt in grotesken Posen, als wären sie Marionetten eines wahnsinnigen Puppenspielers. Eine dunkle Silhouette mit zwei kleinen Schatten, tief in einer Gasse verschlungen, die im Augenwinkel verschwinden, sobald ich meinen Blick direkt auf sie richte. Vielleicht ist es wirklich nur mein gequälter Geist, der diese Schrecken hervorbringt. Aber tief in mir weiß ich, diese Dinge sind real. Und sie kommen näher. Meine lieben Zuschauer, wie hat euch diese makabre Erzählung gefallen?
Ein friedlicher Urlaub, der sich in einen schrecklichen Albtraum verwandelt. Ein Beweis dafür, dass das Böse überall lauern kann, selbst in den scheinbar sichersten Zufluchtsorten. Manchmal ist die Realität grausamer als jede Fantasie. Denkt immer daran, dass hinter jeder Ecke, in jedem Schatten, etwas Grauenhaftes lauern könnte. Zum Abschluss möchte ich euch mit einem Zitat zurücklassen, das die dunkle Ironie und das erschreckende Ende dieser Geschichte perfekt einfängt. Ich ließ das Zitat der Polizei in den Grabstein meiner Tochter meißeln, als Erinnerung für alle, wie er beschützt und gedient hat. Wir können nichts tun, weil ihr Ex keine strafbaren Handlungen begeht.